Moin Moin zusammen, in diesem Video erkläre ich dir anhand eines einfachen Beispiels, wie du den Verkauf von Aktien, also Wertpapieren, ganz einfach buchst. Und am Ende gibt es eine Übungsaufgabe mit Lösung für dich. Bevor wir zum Verkauf kommen, musst du natürlich verstanden haben, wie man grundsätzlich den Einkauf von Aktien bucht. Hier habe ich dir das mal ganz kurz und knackig hingemacht. Falls du dazu die ausführliche Erklärung haben willst, schau mal unten in die Videobeschreibung und zieh dir das Video rein, weil dann verstehst du jeden Kauf von Aktien, also Wertpapieren, ganz einfach. Dann kommen wir doch mal zu dem Verkauf von Aktien. Und zwar in dem Beispiel machen wir einen Kursgewinn. Also, wir haben folgenden Geschäftsfall. Das Unternehmen verkauft 70 Aktien der Candyland AG zu einem Stückkurs von 35 Euro. Es fallen 1% Spesen vom Kurswert beim Verkauf an. Bevor wir das Ganze buchen können, müssen wir eine notwendige Nebenrechnung machen. Und zwar das folgende Schema. Der Kurswert, also zu dem wir jetzt die Aktie verkaufen oder das Wertpapier, es ist 35 mal wie viele Aktien haben wir, also 70. Also kommen wir an den Kurswert, also zu dem wir jetzt verkaufen, insgesamt von 2450 Euro. Das sind 100%. Davon müssen wir aber beim Verkauf, weil beim Einkauf und beim Verkauf fallen Spesen an, müssen wir 1% Spesen abziehen. Also 1% von 2450 Euro, also vom gesamten Kurswert, rechne ich aus, indem ich 2450 geteilt durch 100 mal 1, weil ich habe ja 1% Spesen. Und dadurch komme ich auf die 24,50 Euro. Also habe ich Spesen von 24,50 Euro. Und diese Spesen ziehe ich von meinem Kurswert ab, weil dadurch ermittle ich meine Bankgutschrift. Also das, was ich dann im Endeffekt auf mein Bankkonto zurückbekomme, falls ich die Aktien verkaufe. Also 2425 Euro. Das sind dann 99%. Gut, und nun haben wir ja vorher Aktien eingekauft. Das wird entweder in der Aufgabe angegeben oder wie bei mir zuvorher dir gezeigt. Also rechnen wir die Bankgutschrift, was wir eben gerade eben auf unser Konto bekommen, deswegen auch vorher diese Nebenrechnung, minus die zuvorherige Banklastschrift, also das, was wir gerade eben hatten, dieses Beispiel, also die 2.262,40 Euro. Und wenn dann hier ein positives Ergebnis rauskommt, was ja jetzt gerade der Fall ist, nämlich 162,60 Euro, dann sprechen wir übrigens von einem Kursgewinn. Und nun kann ich den Buchungssatz bilden, aber dafür beantworte ich immer die vier selben Fragen. Gut, welche Konten sind betroffen? Da wir im Verkauf von Wertpapieren, also Aktien sind, ist das Konto WP betroffen. Da wir natürlich auch das Geld wieder bekommen, ist das Konto Bank betroffen. Und weil wir hier einen Kursgewinn machen, einen Erlös aus dem Abgang von Wertpapieren des Anlagevermögens, ist auch das Konto EAWP betroffen. Nun frage ich mich, okay, um was für Arten von Konten handelt es sich hierbei? WP, ein aktives Bestandskonto, Bank, ein aktives Bestandskonto und EAWP ist ein Ertragskonto. Das entnimmst du aber auch einfach deinen Kontenrahmen. Und nun frage ich mich, wie verändern sich die Konten? Klar, wenn ich Aktien verkaufe, dann mindert sich mein Wertpapierkonto. Da ich natürlich eine Bankgutschrift erhalte und das Geld geht bei mir ein, mein Konto mehrt sich, darum wird das Ganze hier Plus. Und EAWP, der Ertrag, mehrt sich, wir haben einen Ertrag erzielt. Wir haben einen Erlös erzielt, auch anders gesagt, weil wir doch eben Aktien gekauft und wieder verkauft haben. Unser Gewinn. Und dann weiß ich, wo gebucht wird. Ein aktives Bestandskonto, was ich mindern soll, befindet sich im Buchungssatz auf der Habenseite. Bank, ein aktives Bestandskonto, was ich mehren soll, ist im Buchungssatz auf der Sollseite. Und ein Ertragskonto, was ich mehren soll, befindet sich im Buchungssatz auf der Habenseite. Bedeutet, der Buchungssatz lautet BK mit 2425 Euro, also die Bankgutschrift, an WP, also meine vorherige Banklastschrift, 2262,40 Euro und dann eben mein Kursgewinn EAWP mit 162,60 Euro. Und ganz wichtig zu erwähnen ist, dass bei dem Kauf und dem Verkauf von Aktien grundsätzlich keine Steuer anfällt, also keine Vorsteuer oder auch keine Umsatzsteuer. Hier habe ich dir das Ganze auch nochmal charmant in T-Konten eingetragen. Und da wird jetzt auch deutlich, schau her, das Konto Wertpapiere des Anlagevermögens. Schau, das hat sich hier gemehrt anfangs durch den Kauf und nun durch den Verkauf gemindert. Das ist jetzt bei 0. Bank haben wir im Endeffekt jetzt halt mehr drauf, weil vorher haben wir natürlich eine Minderung gehabt. Aber jetzt halt durch den Verkauf haben wir eine höhere Zubuchung gehabt, also haben wir einen Cash dazu bekommen. Und hier siehst du es nun bei EAWP auf der Habenseite. Na, dann buchen wir doch mal den Verkauf von Aktien. In dem Beispiel hier. Das Unternehmen verkauft 70 Aktien, der Candyland AG geht zu einem Stückkurs von 30 Euro. Es fallen 1% Spesen vom Kurswert beim Verkauf an. Und nun muss ich zuallererst eine notwendige Nebenrechnung machen. Und zwar rechne ich zuerst mal den Kurswert aus. Und den bekomme ich, indem ich meinen Stückkurs, also die 30 Euro, mal dessen Anzahl mache. Wir kaufen 70 Aktien. Und dadurch komme ich auf 2100 Euro. Das ist der Kurswert.
Und von diesen, weil ich jetzt im Verkauf bin, muss ich meine Spesen abziehen. Also die 1%, die hier angegeben sind. Weil diese muss ich im Endeffekt zahlen, wenn ich Aktien verkaufe. Wie beim Einkauf, so auch beim Verkauf, immer Spesen fallen an. Und die rechne ich aus, indem ich die 2100, also den Kurswert, geteilt durch 100 mal 1 rechne, weil ich habe ja 1%. Und dadurch habe ich Spesen von 21 Euro. Diese Spesen muss ich von meinem Kurswert abziehen und dadurch kriege ich meine Bankgutschrift. Das, was ich durch den Verkauf der Aktien auf mein Bankkonto zubekomme. Also 2079 Euro. Und das sind dann 99%. Und nun, eben das Wichtige, weil wir hier beim Verkauf von Aktien sind, muss ich nur noch folgende Rechnung machen. Und zwar rechne ich meine Bankgutschrift, die ich gerade ausgerechnet habe, minus meine zuvorherige Banklastschrift, also wo ich die Aktien gekauft habe. Die habe ich dir jetzt ja vorhin in dem Beispiel angegeben. Oder es steht natürlich auch in der Aufgabe drin, kommt drauf an. Aber hier wissen wir, dass die Banklastschrift 2.262,40 Euro war. Und wenn ich das miteinander verrechne, und zwar minus, und unten kommt ein negativer Betrag raus, dann handelt es sich übrigens um einen Kursverlust, also minus 183,40 Euro. Und nun habe ich alle notwendigen Nebenrechnungen da, check, jetzt kann ich endlich buchen. Dafür beantworte ich immer die vier selben Fragen. Welche Konten sind denn betroffen? Klar, durch den Verkauf von Aktien ist WP betroffen. Die Bank, weil wir natürlich eine Bankgutschrift erhalten, ist auch betroffen. Und da wir hier einen Verlust haben, einen Kursverlust, haben wir das Konto VAWP, Verlust aus dem Abgang von Wertpapieren des Anlagevermögens. Nun frage ich mich, um was für Arten von Konten handelt es sich hierbei? Das nimmst du am besten einen Kontenrahmen, WP, aktives Bestandskonto, Bank, aktives Bestandskonto und VAWP ist ein Aufwandskonto. Nun frage ich mich, wie verändern sich die Konten? Durch den Verkauf der Aktien mindert sich mein Konto Wertpapiere. Dadurch, dass ich natürlich die Aktien verkaufe und Geld bekomme, ne, die Bankgutschrift, mehrt sich das Konto Bank und VAWP, das ist ein Aufwand. Wir haben jetzt einen Aufwand. Aufgrund des Kursverlustes, den wir durch den Verkauf der Aktien bekommen haben, haben wir einen Aufwand generiert. Und das muss sich im Endeffekt mehren, dieser Aufwand. Und nun weiß ich genau, wo gebucht wird. Mein aktives Bestandskonto, was ich mindern soll, ist auf der Habenseite im Buchungssatz. Bank, das soll sich jetzt mehren und ist ein aktives Bestandskonto, das ist dann im Buchungssatz auf der Sollseite. Und VWP ist ein Aufwandskonto, was ich mehren soll, wo mehrt sich ein Aufwandskonto auf der Sollseite. Also lautet der Buchungssatz Bank mit 2079 Euro, also die Bankgutschrift, und VAWP, also der Kursverlust von 183,40 Euro an Wertpapiere, und das ist eben die Banklastschrift vom Kauf mit 2.262,40 Euro. Und ganz wichtig zu erwähnen ist, dass bei dem Kauf und dem Verkauf von Aktien grundsätzlich keine Steuer anfällt, also keine Vorsteuer oder auch keine Umsatzsteuer. Hier habe ich dir das Ganze auch nochmal in charmant in T-Konten eingetragen und dadurch erkennst du jetzt, aha, unser Konto WP, das ist bei 0. Ne? Wir haben den Kauf gehabt, aber den Verkauf, dadurch ist es wieder bei 0. Bei Bank haben wir ein bisschen weniger Geld. Zuerst hatten wir die Lastschrift, die war ein bisschen höher als die Gutschrift, darum ist ein bisschen am Geld auf unserem Bankkonto insgesamt minus geworden. Und natürlich haben wir hier unseren Aufwand auch gebucht. Bevor wir jetzt zur Übungsaufgabe weitergehen, möchte ich dich charmant daran erinnern. Hast du denn das Video schon geliked? Es ist wirklich nur ein kleiner Klick und unterstützt mich unfassbar riesig. Danke dir. Hier ist die versprochene Übungsaufgabe für dich. Probier's doch mal selbstständig, halt das Video an und bilde zuerst den Buchungssatz zu der ersten Übungsaufgabe und dann den Buchungssatz zur zweiten Übungsaufgabe. Weil die Lösung kommt jetzt. Also bei der ersten Aufgabe haben wir ganz klassisch einen Kursgewinn gehabt. Darum ist es Bank mit 5.940 an WP mit 5.757 an EAWP mit 183 Euro. Und bei der nächsten Übungsaufgabe hatten wir dann einen Kursverlust von minus 411 Euro. Also Bank mit 5.346 Euro an VAWP mit 411 Euro an WP mit 5.757 Euro.